So, liebe Freunde, willkommen zurück. Nach dem Spoiler schauen wir uns direkt mal diesen Irisstein an. Es ist der grüne Setir. Da, das ist nämlich der Typ, den ich meinte. In der einen Folge, die ihr verpasst habt, war genau er zu sehen. Und sein Blick ist immer so ein bisschen, naja, verzweifelter geworden und trauriger geworden. Und irgendwann gipfelte das dann in diesem Blick, den ihr jetzt gerade gesehen habt. Oh nein. Der Typ hat jetzt nicht ernsthaft infolge einer Psychose sein Kind gekillt. そうだろう、ライラー。あんなことが本当にあるなんて。大地の記憶は過去に起こった事実を記録するものですわ。記述なのか。しかもただの事件じゃない。転教術でなきゃああはならない。 現実。おそらく目的は復讐ね。おっかない術だね。いや、怖いのはかけたやつの方かな。けど家族は関係ないだろう。生きる目的を奪うのが目的だったのかも。直接殺すよりもずっと残酷だし。いるのか。 Da hat er nicht ganz Unrecht. Weise, weise Protagonisten hier in diesem Spiel. Gaferis-Ruin klingt ganz sympathisch. Ich glaube, da teleportieren wir uns jetzt mal hin. Ich habe natürlich null Ahnung, wo die sind. Denn Gaferis-Ruin klingt so ein bisschen nach erstes Drittel dieses wunderhübschen Spiels. Und da habe ich null Erinnerungen dran. So, Reise zwischen ist jetzt nicht möglich. Warum? Willst du mich trollen? Boah, Alter. Wahrscheinlich müssen wir uns irgendwie noch eine Sequenz oder sowas angucken. Da habe ich ja Bock zu, ey. Oh, Kacke. Da ist irgendwas Gelbes. Was ist das? Hä? Lol. Ein nichts aussagender Punkt. War das vielleicht die Stelle, wo wir die Sequenz hatten? Heiliger Trank, endlich hast du dich mal nützlich gemacht, du Low. Oh, zum Brechreizen. Ist das noch weit? Ey. Also vor allen Dingen, wenn wir jetzt nicht hier rauskommen sollten und dann im nächsten Bildschirm, das wieder möglich ist. Weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht, was ich tun werde. Vielleicht wird das dann eine sehr kurze Folge. Naja, ich nehme immerhin schon 3 Minuten auf. Ja, ich weiß das so genau, weil ich mittlerweile ein Kontrollwerkzeug habe, um zu sehen, ob er denn die Daten noch schön schreibt. In diesem ganzen Aufnahmeprogramm. Wobei ich sagen muss, heute hat es beim ersten Mal geklappt. War wahrscheinlich ein Zufall, aber hey. Schied egal. Ich beschwere mich nicht. Ja, aber so klar. 遺跡の話できると良かったが。いさ、あえても御栗尾の考えは聞いてもらえなかっただろうし。僕は別に。でも俺の知ってることは俺たちが探検して考えたことじゃないか。見解は同じじゃないけどな。結構な。結構な。ほら、もたもたするな、遺跡オタクども。えっそ。アブソリュートフリークス。なぜまだ怒ってる。 Ja, Gegensätze ziehen sich an. Mann und Frau. Sehr interessant. Oh, der Titel wurde hochgestuft. Auch das finde ich interessant. Mikleotschwan, die Naschkatze auf Level 3. Da Level 9, 7, 9, 6. Also, die sind alle ziemlich schnell hochgerast, würde ich fast sagen. Guti, sorry, hat auch bald ein Level Up. Finde ich auch sehr schnieke. Save Point und abteleportieren zu den Gaferis-Ruinen. Und hier irgendwo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Seehafenhöhle. Haben wir hier irgendwo Gafferis-Ruinen? Ich muss jetzt halt alles durchgehen. Damensee, Arondark, Morgenfälle, Galahad, Kiefle. Nein. Glyphid-Senke. Hier können wir uns nicht hin teleportieren. Interessant. Vollgrad, Laston Bell, Senke, Lamorak, Wiese des Triumphs. Gafferis, Gafferis, Gafferis. Wo bist du denn? Da! Eingang der Gafferis-Ruinen. Außerdem habe ich auf dem Weg dahin auch einen Ort gesehen, wo wir nochmal hin müssten. Das sind die Gafferis? Muss ja wohl. Aber waren wir hier nicht schon? Muss ja wohl. Ei, 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 ei. Ein hübscher, kleiner Tempel. Ei, wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Wie ihr seht, habe ich immer noch einen heiligen Trank an, weil ich halt immer noch keinen Bock habe, gegen Low-Gegner zu kämpfen. Aber es wird Verständnis von euch, hoffe ich mir, mindestens. Da ist noch irgendwo ein Fragezeichen. Wahrscheinlich hätte ich einfach einen viel simpleren Weg gehen sollen. Aber gut, nun ist fast vorbei. Jetzt wieder zurücklaufen geht gar nicht. Mann und so. Wie komme ich denn daran? Das hier ein Schalter? I don't see no Schalter. Gut. Ich würde fast sagen, wir laufen hier wieder hoch. Ja, versuchen wir mal. Oh, ich kann so eine Konstrukte auf den Tod nicht leiden, ne? Und was halt wieder so schlimm ist, ich habe mich ja in der letzten Folge schon mokiert, wir haben keinen konkreten Stern. Wir wissen es einfach nicht. Es sind Mutmaßungen, wo man hinläuft. Weil man dann halt mal falsch gelaufen ist, wow, super, zum Kotzen und neuen Weg suchen. Das ist total blöd. Das ist halt einfach so eine Zeitverschwendungsstrategie. Ach was! Da kann man sich durchporten. Alles klar. Belastend. Trank des Lebens. Fluoridstiefel. Oh, wie absolut beschissen. Oh Mann. Ey, das ist jetzt aber auch doof. Ich hatte immer vermutet, dass man da, und so sieht es auch einfach aus von der Animation her, sich schnell nach vorne bewegt. Aber scheinbar wird man da irgendwie für kurze Zeit zu Wind. Bring dich weg. Oh, auch so absolut bescheuert. Ja, ja, ja. Danke für den Rührkuchen, süßes Edna Schwan. Kotzkrämpfe. Da kommen wir aber nicht durch, ne? Oh! Durchkommen wir wohl nicht, aber wir finden Truhen. Allheilmitteltrank nehme ich immer gerne. Finstertrunk, naja. Heiliger Trank ist da schon etwas nützlicher, wie ich finde. Aber das war jetzt gerade echt fies. Andererseits, wir sind erst den optionalen Weg gegangen, in dem man was findet, ne? Das ist erstmal gar nicht so das Schlimme, das Blöde, aber trotzdem kotzt es mich einfach an. Es kotzt mich einfach an. Oh Mann, ich will doch einfach nur diesen blöden kleinen Stein finden in dieser überdimensional großen Höhle und zufrieden sein. That's all. Mehr will ich nicht. Voll geil. Statuskrankheiten. Ist richtig, ey. Geöffneter Sarkophag.装飾から見て、それなりの身分の人だろう。貴族とか一族の長とか。確かに。これはなかなかいい石を使ってますからね。クオリティ自体。ローランス帝国の成立する前かな。時代的には微妙なところだな。もしかすると、ローランスの人と関係があるかも。うん。この手触りからして、すべすべひんやり様式と見た。 Ich liebe es, wenn Frauen so tun, als hätten sie Ahnung.
Normalerweise funktioniert das ja mit Technik. Rose, sagki kara nani yatte nno? Ja, ikkai Slay tachi no shumi ni mazatte mi to omottan da kedo. Ich hab euch einfach eiskalt verarscht. Gomen, angai tsumannai. Darou ne. Muri shinai de. Sore ga yosasou. Ey, yo, Schatz, wie viel RAM hat eigentlich dein Handy? Was? Ach, schön. Sehr, sehr herrlich. Guck mal. Jawohl! Nein. Kannst jetzt aber nicht erzählen, dass das hier gemacht werden musste, um letztendlich zum Irisstein zu kommen. Also, dann ist hier aber Tabula Rasa, Kines. Ja, andererseits, so unauffällig war es jetzt dann doch wieder nicht. Where are we? Okay. Das sieht auch wieder sehr optional aus. Ach, ich freue mich. Schade. Ich hätte gehofft, hier jetzt einfach so einen richtig dicken Gegner zu haben. Gut. Die Truhe war fast offensichtlich. Grellpinkes Shirt. Es war damals schon, als wir es neu bekommen haben, eine ziemlich schlechte Ausrüstung. Deswegen erspare ich uns das jetzt, mir das genauer anzusehen und lauf einfach weiter. Also noch bin ich ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Lol, es geht einfach so auf. Oh, schon wieder nur so Sarkophag-Kackzeugs. Ein bisschen Galt, reicht für eine Reise plus. Und ein heiliger Trank, das ist wiederum okay. Feuer ist ja das, was wir als erstes bekommen haben, aber man setzt das mit Abstand am seltensten ein. Ich finde das auch ein bisschen inkonsequent durchgesetzt mit diesen Fähigkeiten. Gerade Feuer hat man dann halt in dem ein oder anderen Tempel mal einsetzen müssen, aber sonst absoluter Quatsch. Angriffskraft um 2. Das setze ich direkt ein. Von Meister Sorei. Seid hier. Und wieder weiter. Das sieht jetzt wiederum irgendwie nicht optional aus. Oh! Guck mal. Ich will endlich mal das Achievement dafür haben. Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fähigkeiten? Kann sie hübsch herrichten. Was machst du denn? SK wieder Herstellungsgeschwindigkeit bei Verteidigung plus 4%. Naja. Gib mal hin da. Golfen, rufe Herrscher des Landes. Bla bli blu blub. Mirak dient jetzt dem Herrscher des Landes. Ach was, ein schatterter Herrnchen. Schau mal einer, guck uns. Erdbeerwaffeln. Da kommen wir ja wohl durch. Also jetzt, wo wir schon hier sind, werde ich natürlich diese Dinger erstmal abklappern. Vor allen Dingen, die Truhen sind teilweise ganz geil. Auch wenn da nur 4800 sind in einer Silbertruhe. Also eine scharfe Nadel könnte fast eine Waffe sein, die sie gerade sowieso führt. Das heißt plus 1, Kinners. Das heißt stärker, Kinners. Okay. Save Point finde ich sehr cool. Östlicher Bereich, zack. Jetzt gehen wir nochmal hier lang. Gleiches Spielchen wie auf der anderen Seite. Nur mit hässlicheren Truhen, ist ja ekelhaft. Gletscherohrringe, sehr, sehr alt und schwach. Käsekuchen, sehr, sehr lecker. Meine Mama ist ja nun echt keine gute Köchin und backen kann sie auch nicht so sehr. Aber Käsekuchen. Junge, mach mal 20 Bleche fertig, Mutti. Die kann sie. So. Aha. Oh, okay.
Hier ist ein Irisstein und ein Gegner. Das heißt, der Gegner wird wahrscheinlich eigentlich optional sein. Ich versuch's aber, weil die Gafferis-Ruinen halt einfach ein bisschen älter sind. Serket hat 12.000. Schwäche ist Erde. Scheiße. Hab ich gerade nicht. Nein, Erde und normal. Wow. Also wir drücken krass hart. Okay, jetzt hat er gerade irgendwie keinen Bock gehabt, glaube ich. Wow, okay, der Schaden ist natürlich... Wow. Wieder extraordinär. Was ich witzig finde, ist, wir sehen hinten auch... Wow! Tatsächlich das Ding, das wir gerade einsammeln sollen. Alter. Ihm einfach nur heftig drücken. Ach ja, stimmt. Ja, Erde ist ja das Element, was geil ist. Wow, das war krass. Super krass. Er war ziemlich schwach. Kenntnisse vertieft, also einen geilen Schlüssel bekommen, ein Level up. Okay. Und auf zum nächsten Irisstein. Ich überlege gerade. Ich nehme noch gar nicht so super lange auf. Aber trotzdem will ich hier wieder Cliffhangern. Danke fürs Verständnis, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.